Und damit hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play hier auf YouTube. Oder eher gesagt, hier auf diesem Kanal. Ich hatte schon mal einen Kanal mit Let's Plays, aber das ist Vergangenheit. Hier fange ich nochmal komplett neu an. Und ja, würde ich sagen, starten wir auch gleich das Spiel. Ich habe schon alles eingestellt, wie es sein soll. Okay, das hier nicht, aber ich würde mal sagen, Hauptkampagne spielen, das ist das, was wir tun wollen. Spiel starten, weil ich habe noch nicht gespielt. Sagen wir Mittel. Okay, da müssen wir hier mal gucken bei der Helligkeit. Nee, ist zu hell. Ja, doch so. So ist es gut. Bewegen Sie den Schieber, bis das Siegsen-Logo gerade so vor dem schwarzen Hintergrund sichtbar ist. Ja. Ich sehe zwar nicht, dass da Siegsen steht, aber wird schon stimmen. Eingabetaste bestätigen. So. Bei den Videosequenzen. Halt ich die Fresse. Oh, es sind gar keine Videosequenzen, sondern ein Ladebildschirm. Das war traurig. Ja, jetzt kommt Videos. Sega Presents. In association with 20th century. Letzte Meldung vom interplanetaren Raumfrachter Nostromo. Hier spricht der dritte Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Und Captain Dallas sind tot. Ladung und Schiff sind zerstört. Wenn alles klappt, müsste ich in 6 Wochen die Randzone erreichen. Und sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley. Die einzige Überlebende der Nostromo. Ende der Durchsage. Okay, ganz schön laut. Ich habe zwar einen Ton. Ripley? Ich bin Samuels. Ich arbeite für die Firma. Es geht um Ihre Mutter. Wir haben sie wahrscheinlich gefunden, Amanda. Ein Handelsschiff. Die Anisidora hat einen Flugschreiber geborgen, von dem wir annehmen, dass er zu Nostromo gehört. Wo? Zeta Reticuli. Wissen Sie jetzt mehr? Noch nicht. Das Gerät wurde zur Sevastopol-Station gebracht. Es handelt sich um Firmeneigentum und die Firma will, dass es so bald wie möglich abgeholt wird. Die Station ist ein Versorgungslager in der Region. Sie ist eine dauerhafte Zollfreizone. Ich weiß, was es ist. Der Transit steht. Ein Kurierschiff namens Torrance macht sich in 2 Tagen in die Richtung auf. Wir brechen auf zur Stadt. Wir? Ich, ein Kollege von mir und Sie, falls Sie wollen. Die Sache ist, als der Auftrag bei mir gelandet ist, habe ich die Akten gelesen. Ich weiß, warum Sie in dem Gebiet arbeiten, in dem sie verschwunden ist. Sie suchen noch immer nach ihr, nicht wahr? Ich habe die Erlaubnis erhalten, Ihnen einen Platz auf der Torrens anzubieten, falls Sie wollen. Vielleicht finden Sie dann endlich Frieden.
Okay. Ich glaube, ich muss die Toneinstellungen wieder ein bisschen runterschrauben. Weil es schon krass laut alles hier. Ich hoffe, dass man mich überhaupt noch versteht. Was passiert jetzt? Wir wachen aus dem Hyperschlaf auf. Oh. Das ist eine Frau. Das sind ja Frauenfüße. Und Frauenbein. Okay. Okay, hier gucken wir erstmal in die Optionen, wie es aussieht mit dem Ton. Hier, guckt euch das mal an. Effekt, Lautstärke hier, da. Und es ist einfach alles so laut. Musik kann ich nicht leiser machen. Machen wir die Effekte da oder da? Da. Und Untertitel mache ich mal an. Wird man nicht brauchen, aber irgendwie habe ich die gerne dabei. Ich weiß auch nicht warum. Okay, Spiel fortsetzen. Das ist mein erstes Spiel seit Jahren, das ich mit Tastatur und Maus spiele. Das ist, sonst bin ich immer nur am Gamepad von der Xbox oder PlayStation. Fettsack. Und ja, bitte nicht so hart sein. Ich versuche hier mein Bestes zu tun. Ui. Ey, das ist auch eine Frauenhand. Hab ich genau gesehen. Okay. Ey, Replay. Ah, okay, wir sind die Dame von eben. Ziehen Sie sich an. Ey, nee, oder? Ich will mich nicht anziehen. Kann ich nicht nackt hier rumlaufen? Oh, geil. Die Schande riesig. Wir stoßen einfach mit unserem Kopf fast gegen die Decke. Hier oben. Und hier. Oh, yo. Die stößt sich doch die Stirn da dran an. Mann, ich habe Angst, durch die Türen zu laufen. An Registrierungspunkten können Sie manuell speichern. Okay. Ist das ein Registrierungspunkt? Nach oben, nach unten, hervorheben. E auswählen. Habe ich jetzt E gedrückt? Oh. Nee, habe ich nicht. Keine Ahnung. Bild nach oben, Bild nach unten blättern. So. Und Q zurück. Privates Terminal. Ja, müssen wir aber jetzt nicht lesen. Ich muss ja erstmal meine Klamotten finden. Hallo? Oh. War noch nicht mein Spiegel. Voll langweilig. Ripley. Da steht sogar unser Name drauf. Meine Güte. So, erstes Ziel erfolgreich gemeistert. Ich glaube, das Let's Play wird keine große Sache für mich. Oh, cool, ich kann sogar die Schilder mitnehmen. Ich dachte, ich laufe da jetzt irgendwie durch oder bleib da dran hängen. Oh, ist das schön. Oh, ich kann duschen. In Klamotten. Deshalb habe ich mich gerade angezogen, um jetzt zu duschen. Das ist... Stand hier irgendwo, was ich jetzt zu tun habe? Ist hier irgendwo ein Hinweis darauf, was ich jetzt tun muss? Sprechen Sie mit Taylor. Sprechen Sie mit Samuels. Jesus, ekelhaft diese ganzen. Da. Und ich habe mir nicht gemerkt, wo ich langlaufen muss. Und ich kann nicht rennen. Oder irgendwas. Ui. Riesige Raumanzüge und Feuerlöcher. Ja, muss ich nochmal nachgucken, wo ich hin muss. Okay, ist theoretisch egal. Ist schön, wie das ganze Licht hier für mich angeht. Einfach geradeaus durch. Taylor, eine guten Dame. Morgen. Ripley, guten Morgen. Es ist mit Sicherheit nicht gut. Und von einem Morgen kann ja auch keine Rede sein. Tut mir leid. Tja. Ich fühle mich scheiße.
Ich habe keine Ahnung, wie Sie alle diesen Hyperschlaf regelmäßig überstehen. Man gewöhnt sich dran. Ich reise nicht oft so weit. Die meisten Rechtsexperten reisen nicht weiter als bis zur Kaffeemaschine. Wundert mich, dass Weyland Yutani es für nötig hielt, die Rechtsabteilung zu schicken. Der Verlust der Nostromo und deren Fracht hat die Firma viel Geld gekostet. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Okay. Wenn ich den Fall mit einem eindeutigen Unfallbericht abschließen kann, stehe ich gut bei meinen Vorgesetzten da. Tut mir leid. Das war unsensibel. Ich weiß, dass Ihre Mutter seit 15 Jahren verschwunden ist und Sie... Schon gut. Wir kriegen beide ja, was wir wollen. Haben Sie Samuels gesehen? Der ist wahrscheinlich schon seit Stunden wach. Ich werde mich mit ihm kurz schließen. Seit Stunden? Sprechen Sie mit Taylor. Achso, abgeschlossen. Ja klar. Jetzt muss ich noch mit dem anderen Heinz reden. Wenn ich den finde. Kann ich hier lang gehen? Ja, kann ich. Oh, Herrgott. Ich glaube... Das, was ich bis jetzt von dem Spiel gehört habe, dass es so dieses Horrorspiel so sein soll, das ist eigentlich überhaupt nichts für mich. Ich bin ein Mensch, der sich dann einfach unter seiner Decke verkriecht und weint. Ah, Ripley. Samuels, sind Sie früher aufgewacht? Ich benötige nicht so viel Schlaf wie Sie. Na? Ich war gerade dabei, mir die Einrichtung der Torrens anzusehen. Na? Ein gut instand gehaltenes Schiff. Das Modell ist sehr ähnlich zu... Der Nostromo. Ja, Klasse M. Ein späteres Modell, aber mit ähnlichen Spezifikationen. Ich habe im Maschinenbau einiger solcher Schiffe gearbeitet. Natürlich. Ist Taylor bereits wach? Sie ist keine erfahrene Reisende. Der Hyperschlaf könnte ihr zugesetzt haben. Wir haben uns unterhalten. Sie scheint nervös. Ist mir nicht aufgefallen. Aber sie ist eine fähige Führungskraft. Sie wird uns mit allen rechtlichen Angelegenheiten helfen können. Alle Angestellten zur Brücke. Annäherung an Sebastopol. Jetzt sind wir dran.